Hier ist Marcel Janssen und der hat ein Tattoo, also mehrere sogar. Sogar ein Gedicht-Tattoo. Und was steht denn da drauf? Also es sind insgesamt zwei Tattoos. Die haben alle auch eine wirkliche Bedeutung. Also es ist nicht nur Körperschmuck. Und zwar bei dem etwas ausführlicheren Gedicht geht es um das Ego und Zusammenspiel mit dem Herz, das funktionieren muss, damit man eben glücklich wird und damit wir vielleicht die Welt doch wieder ein Stück besser machen können. Und das steht da alles dann drauf? Auf deinem Da steht da alles dann drauf. Ist nicht zu empfehlen, also vom Schmerzfaktor her an den Rippen ist das schon, aber ich wollte, dass sich das einbrennt. Mhm. Ich möchte auch ein Tattoo. Malst du mir eins? Also ich habe in der Schule immer die lieben Mädels malen lassen, weil ich das nicht kann. Übergebe an Peter. Es wird bestimmt ganz gut, das Tattoo. So? Ich habe dann immer, wenn ich Blödsinn machen wollte, in der Schule, habe ich so komische Sachen gemalt. Anliegend an die eine oder andere Comicfigur sollte immer sowas sein wie Werner Beinhardt. Ihr guckt das wahrscheinlich jetzt auf den Kopf. Also hier ist das Ohr. Ja, das heißt, wenn man jetzt einmal mal von so schaut, dann ist das hier natürlich die Kippe im Mund. Und das sind hier die guten Zähne von Werner. Ich zeig's mal in die Kamera. Leute, ich habe ein Tattoo von Marcel Janssen gemalt bekommen, ne? Und nie wieder waschen, auch nicht vor Talkdot. Und wir haben Marcel Janssen bei Talkdot. Tschüss. Tschüss.